Dieser Boxer will jetzt demnächst den fast seit 30 Jahren bestehenden Rekord von Mike Tyson knacken und der jüngste Schwergewichts-Boxweltmeister aller Zeiten werden. Und zwar ist es der 19-jährige Moses Itauma, der gerade für richtig Aufsehen erregt. Er hat 8 professionelle Kämpfe, 6 davon durch Knockout gewonnen und ich bin auch tatsächlich erst vor ein paar Tagen selber auf ihn aufmerksam geworden, nachdem jemand im Stream mir gesagt hat, dass ich mal darauf reagieren soll. Und jetzt, nachdem ich mich ein bisschen über ihn informiert habe, muss ich sagen, ist das ein richtig interessanter Kerl. Jedenfalls, wir reagieren jetzt gemeinsam mal auf ein paar seiner Kämpfe und schauen uns an, wie gut der Junge tatsächlich ist und ob er wirklich den Rekord von Mike Tyson demnächst knacken kann. Bevor wir jetzt aber losgehen, gibt es erstmal eine ganz kurze Werbung für den besten Kampfsportshop der Welt. Die beste Auswahl an Kampfsportartikeln findet ihr immer bei kunpon.de und mit meinem Rabattcode Ring10 spart ihr da immer noch satte 10%. Fangen wir direkt mal mit dem aktuellsten Kampf seiner Karriere an. Moses Itauma hier mit der schwarzen Shorts hat hier gegen Dan Garber gekämpft. Ist ein Rechtsausleger, wie ihr hier sehen könnt. Wobei, für euch ist er wahrscheinlich ein Normalausleger, also Linksausleger, weil ihr wisst, ich spiegel die Videos meistens immer wegen Copyright, damit die Videos nicht gesperrt werden. Ist wie gesagt 1,94 Meter groß, 19 Jahre alt, frisch geworden und hat damit noch ein bisschen Zeit, um der jüngste Schwergewichtsweltmeister zu werden. Ja? Mike Tyson ist damals ja 1986 Weltmeister geworden, da war er 20 Jahre alt und hat damals den bestehenden Rekord von Floyd Patterson geknackt und Floyd Patterson war mit 21 dann der jüngste Schwergewichtsweltmeister, also hat er das um ein Jahr nach unten versetzt, ja. Auf jeden Fall eine große Aufgabe, aber mal sehen, ob der Junge das packt. Schön, oh, mit der Shoulder Roll richtig pariert und dann direkt hinterhergekommen, auch geile Technik. Oh, schöne Schlaghand direkt an den Kiefer. What the fuck, was war das denn hier gerade, was macht der Referee da? Hä? Der ist klar angeschlagen. Der Referee geht dazwischen, unterbricht den Kampf und dann sagt er so, ja, macht weiter, der Kampf ist nicht unterbrochen. Hä, du Pfeife, was machst du? Entweder du zählst den Typen an oder du lässt den Jungen den ausknocken. Warum ist er jetzt ja da dazwischen gegangen? Das verstehe ich ja mal gar nicht. Ist er besoffen? Natürlich die Gegner aktuell, Aufbaugegner, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das sind alles Gegner, die aktuell gegen ihn verlieren sollen, um ihn gut aufzubauen, ne, seinen Namen aufzubauen. Das ist klassisches Box-Business. Schön wieder geslippt. Oh, der Gegner ist am Wackeln, seine Beine sind wackelig. Schöner kurzer Haken als Konter. Oh. Deckung runtergezogen. Ja, jetzt ist vorbei. Ja, guter Finish auf jeden Fall. Nicht schlecht. Übrigens, ich habe mich kurz vorhin mit jemandem unterhalten, der ein paar mehr Informationen zu ihm hat. Und der hat mir halt durchsickern lassen, dass er einen Vertrag unterschrieben hat, in dem er 8 Kämpfe pro Jahr absolvieren muss. Und das ist schon eine Nummer, weil wenn wir bei BoxRec mal reinschauen, das war der erste Kampf jetzt dieses Jahr gegen Dan Garber. Der nächste Kampf findet jetzt direkt in der Kingdom Arena in Saudi-Arabien statt. Das ist in der Undercard von Tyson Fury gegen Alexander Usyk. Da wird auch jetzt Agit Kabayel gegen Frank Sanchez und so weiter und so fort kämpfen, ja. Und dann sind es theoretisch noch 6 weitere Kämpfe dieses Jahr. Wenn er dann wirklich alle dieses Jahr absolviert, hat er dann schon eine Statistik von 15 zu 0 oder so und könnte schon wirklich ganz, ganz oben dann mit im Ranking dabei sein, je nachdem, gegen wen er gewonnen hat. Schauen wir uns mal ein weiteres Highlight von seinen Kämpfen an. Oh, das geht nicht lange. Hier kämpft er gegen so einen Polen. Michal Bolos heißt er. Größer als er. Oh, schöner Körpertreffer. Ah, mir gefällt es, dass er gut zum Körper arbeitet, ja. Knackige linke Schlaghand direkt an den Kiefer und der Gegner wackelt hier links und rechts, bevor er umfällt. Er hat einen guten Bums anscheinend in der Hand, der Junge, ja. Da hat er sich hingesetzt. Da ist auch direkt Feierabend in der ersten Runde. Ah, der Treffer aber war wirklich schön. Schaut euch diesen einen Treffer direkt zu Beginn an hier. Boah, richtig mies hinten an den Kiefer gebrettert. Und da sucht er jetzt erstmal hier sein Gleichgewicht mit neugeborenen Gazellenbeinen, aber hat es nicht gefunden. Klatsch, hinten unter dem Ohr direkt an den Kiefer. Perfekter Treffer. Also ich muss ehrlich sagen, das, was ich jetzt bis jetzt von ihm gesehen habe, sieht richtig gut aus. Am Wochenende, als mir jemand im Stream gesagt hat, ey, der könnte der nächste jüngste Schwergewichts-Champion werden, war ich echt am Zweifeln und habe das ein bisschen kritisch gesehen. Aber jetzt, wo ich mir das anschaue, der Junge hat definitiv Potenzial. Natürlich ist es noch ein bisschen zu früh, jetzt hier zu sagen, okay, der wird der nächste dies, der wird der nächste das. Aber man kann auf jeden Fall sagen, der hat richtig Potenzial. Und wenn er seine Karten richtig spielt, wer weiß. Aber es wird halt aktuell auch echt schwer werden, Champion zu sein. Weil Usyk, Fury, Joshua, weiß nicht, jetzt vielleicht demnächst Agit und so weiter und so fort. Man weiß nicht, das sind gerade richtig harte Brocken, die unterwegs sind an der Spitze.
gegen die zu gewinnen und dann Champion zu werden, hat er sich vielleicht nicht die beste Zeit ausgesucht, sage ich mal. Aber mal sehen, nächster Kampf. Das war jetzt hier ein Kampf, ebenfalls in Saudi-Arabien, Battle of the Baddest. Das war, glaube ich, das Event Fury gegen Francis Ngannou. Oh, schöner Körpertreffer. Also das gefällt mir extrem gut, ja. Ein Schwergewicht mit seiner Größe, das auch aktiv zum Körper arbeitet. Das sieht man normalerweise nicht so oft. Ah, schön. Oh, schönes Movement, auch gut rausgegangen, gefällt mir. Oh, richtig gut, über die Führhand drüber, direkt an das Kinn und schickt ihn runter. Geil gemacht. Ui, Schlaghand direkt hinterher an das Kinn. Okay, der Gegner ist halt natürlich wirklich eine Tomatendose. Egal, ob ihr Tomaten mögt oder nicht, aber der ist eine Tomatendose. Das ist halt aber, was viele Leute nicht verstehen. Ich erkläre es gerne nochmal für die Leute, die das Box-Business nicht ganz so checken, ja. Die ersten 6, 7, 8, 9, manchmal auch 10 Kämpfe eines Boxers in der Karriere sind meistens gegen Fallobstgegner. Das sind Gegner, die ihn gut aussehen lassen sollen, damit er dann wirklich so eine 10-0 Statistik hat, am besten noch 10 Knockouts, weil das lässt sich vermarkten. Das kannst du besser promoten als jemand, der irgendwie in den ersten 10 Kämpfen schon 3 Niederlagen hat, weil er schon gegen Weltmeisterschaftskandidaten oder so gekämpft hat. Deswegen lässt man die erstmal in den 10 Kämpfen, in den ersten 10 Kämpfen gegen Leute kämpfen, die er mit Leichtigkeit normalerweise besiegen sollte, die ihn ein bisschen antesten. Und dann lässt man ihn auf die wirklich großen Namen los. Das ist halt das, was man hier sieht, ja. Ja, der Typ wird es auch nicht mehr lange machen. Aufwärtshaken durch die Mitte, richtig durchgegangen. Rechter Haken an die Schläfe und der macht jetzt richtig Druck. Und da geht der Ringrichter dazwischen. Noch ein weiterer Finish in der ersten Runde direkt. Hier war das, schaut mal. Ja, das war auch der Fehler von dem Gegner. Der hat so einen faulen Jab, ja, so eine faule Führhand, die er einfach nur ein bisschen so ausgestreckt hat. Die hat er nach unten weggedrückt und ist direkt reingegangen. Jetzt kommt nochmal der andere Treffer, Aufwärtshaken durch die Mitte richtig gut und an die rechte, unten an den Kiefer. Also der ist auch echt präzise mit seinen Treffern, muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Der macht also mit seinen ganzen Gegnern aktuell kurzen Prozess. Hier ist noch ein weiterer Fight von dem, wo er auch einen kurzen Prozess anscheinend gemacht hat. Hier soll es wohl nur 35 Sekunden lang gegangen sein, der Fight. Es gibt auf jeden Fall noch diesen Clip. Da sieht man auch noch einen seiner aktuelleren Kämpfe aus der Profilaufbahn. Ja, auch hier sieht man natürlich, dass der Gegner nicht auf seinem Kaliber ist. Das sieht man direkt an der Beinarbeit und an der Bewegung. Setzt sich bei dem ersten Körpertreffer schon fast hin und lässt sich bei dem zweiten Treffer an die Deckung hinfallen. Das ist eine richtige Tomatendose, definitiv. Und hier ist jetzt noch ein Clip, den haben wir auch noch nicht gesehen. Den schauen wir uns jetzt nochmal zum Abschluss an. Da kämpft er gegen einen Belgier, Amin Bouchetta oder sowas. Schmackhaft. Oh mein Gott, das war ein böser Treffer. Also da gibt's wirklich nichts zu sagen. Stalkt ihn jetzt schon. Oh, schnelle Hände sogar. Wow. Bam, 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 bam. Nicht schlecht. Also, ich sag mal ehrlich, das, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, ist wirklich echt sehr, sehr vielversprechend. Ob er es jetzt schafft, mit den Leuten, die aktuell an der Spitze sind, der jüngste Schwergewichtsweltmeister zu werden, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Nuss, die er zu knacken hat. Aber ich sehe ihn definitiv als einen Boxer, den man in den nächsten Jahren definitiv im Auge behalten sollte. Vielleicht schafft er es nicht jetzt dieses oder nächstes Jahr Champion zu werden, aber vielleicht schafft er es in 3 oder 4 oder 5 Jahren, wenn er sich wirklich auch entwickelt hat als Boxer und auch als Mann. Mit 19 als Schwergewicht bist du immer noch ein kleines Kind. Gib dem Jungen mal noch 4, 5 Jahre, bis er sich körperlich entwickelt hat. Der wird richtig, richtig gefährlich, glaube ich, ehrlich. Naja, das ist meine Meinung über ihn. Schreibt mir gerne mal, was ihr über ihn denkt und wie ihr seine Zukunft seht in die Kommentare. Glaubt ihr, er wird der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten werden? Ja oder nein? Oder was auch immer. Das war's von meiner Seite, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt alle gesund. Passt auf euch auf und ciao, ciao.